Ich gehe einmal davon aus, dass ihr entsprechend VirtualBox installiert habt und zumindest den VirtualBox Manager aufrufen könnt und dass ihr euch das Lubuntu 16.04.3 heruntergeladen habt. Das geht über den Download, das heißt so, einfach über den Browser nach Lubuntu. So, die ist ja dann runtergeladen. Und dann hatte ich euch schon mal gezeigt, wie man eine virtuelle Maschine einrichtet. So, ich habe jetzt auch hier eine ganz frisch installierte Maschine. Da ist also noch nichts weiter konfiguriert. So, was wir jetzt als erstes brauchen und am häufigsten brauchen, ist natürlich eine Command Shell. Das heißt, die finden wir hier im Menü unter Systemwerkzeuge. Da finden wir das LX Terminal und da geht man jetzt mit der rechten Maustaste drauf und dann kann man das der Arbeitsfläche hinzufügen. So. Ich mache jetzt einfach mal hier vielleicht noch kurz auf die Einstellungen gehen über Netzwerk, das heißt die Standardeinstellung. Ich bin jetzt auf der 02. So. Da haben wir eben den Adapter 1. So gelassen, wie er ist, nämlich auf NAT, sodass wir also zunächst mal mit der Maschine dann auch, wenn sie nachher läuft, mit dem Internet verbunden sind, über das physikalische Interface, damit man eben noch entsprechende Sachen nachladen kann, die man benötigt. Machen wir uns jetzt erstmal hier die Bildschirmauflösung ein bisschen größer. Das heißt, da gehen wir auch über das Menü. Gehen über Einstellungen, Bildschirmeinstellungen und ich mache jetzt mal hier bei mir die 19, 1680 mal 1050. So, das funktioniert über Anwenden und okay. Dann speichere ich das einfach mal hier für diese virtuelle Maschine. Kann das mit OK bestätigen. Und jetzt haben wir eine vernünftige Größe. Das richtet sich natürlich nach dem Bildschirm, den ihr habt. Dementsprechend, dass ihr das ein bisschen anpasst mit der Auflösung. Weil ich habe jetzt hier ein UHD-Bildschirm 42 Zoll. Mit der hohen Auflösung kann ich das natürlich dann hier machen. Brauche ich aber auch bei all den Fenstern, die ich jetzt hier während der Online-Vorlesung offen habe. Ist es einfach wichtig für mich. Könnt ihr das denn jetzt auf euren Bildschirmen gut sehen, was ich mache? Auch da vielleicht mal kurz ein Feedback. Ja, dann bin ich zufrieden. So, jetzt haben wir als erstes, müssten wir jetzt die sogenannte Gasterweiterung installieren. Das sind zusätzliche Treiber, die Oracle VirtualBox diesen virtuellen Maschinen zur Verfügung stellt. Und das geht ein bisschen anders bei Lubuntu, als es üblich ist. Denn üblich ist, dass es automatisch geht, nur bei Lubuntu geht es nicht automatisch. Aus dem Grunde gehen wir hier über Geräte und dann finden wir hier Gasterweiterungen einlegen. Das heißt, wir legen diese CD-Gasterweiterung jetzt ein und er zeigt uns diesen Datenträger jetzt auch hier an und den öffnen wir jetzt mal im Dateimanager. So, jetzt sehen wir den Inhalt dieses Laufwerks und wir sehen auch, in welchem Verzeichnis er das jetzt installiert hat. So, jetzt müssen wir über das Terminal gehen. Das mache ich jetzt von der Darstellung ein bisschen größer. Über Einstellungen wähle ich eine andere Schriftgröße. Ich nehme mal die 20. So, ich denke, das müsst ihr jetzt wieder gut sehen können. So, jetzt sind wir in der sogenannten Command Shell im Terminal und wir sind jetzt eingeloggt als normaler User, ich in dem Falle mit meinem Usernamen Jürgen, @edu-linux02.
Das heißt, die Bezeichnungen der virtuellen Maschinen, die habe ich ja in der Aufgabenstellung zur Projektarbeit entsprechend hier angegeben. Ich habe die Linux 01 schon mal gemacht. Die ist fertig konfiguriert. Deshalb habe ich jetzt die Linux 02, die noch nicht konfiguriert ist. Und das wollte ich halt, wie gesagt, jetzt mit euch durchgehen. Und dann zeige ich euch auch noch, was ihr am Server einstellen müsst, damit das Ganze dann entsprechend vorbereitet ist. So, als erstes müssen wir jetzt viele Aufgaben als sogenannter Administrator, also Root-User, unter Linux durchführen. Und das mache ich jetzt, indem ich einmal auf den Root-User umschalte mit dem Befehl sudo -i. Es gibt aber auch noch andere Optionen, die man da einstellen kann. Jetzt fragt er mich nach meinem Passwort. Das ist das Passwort von dem normalen User. So, jetzt seht ihr schon, hat er hier umgeschaltet. Man kann das auch unterscheiden. Das ist der sogenannte Command-Zeilen-Prompt, den man hier vorne sieht. Jürgen@edulinux02, Doppelpunkt. Dann haben wir hier die Tilde mit dem Dollarzeichen. Das sagt immer, wenn das Dollarzeichen da ist, es ist ein normaler User. Beim Root-User wechselt das Dollarzeichen eben in den Hashtag, wie ihr sagt, oder wir haben vorhin gesagt, das Doppelkreuz. So. Nun, jetzt müssen wir als erstes in dieses Verzeichnis hier oben wechseln. Ihr seht ja schon, da sind so viele Sonderzeichen drin. Das ist das Schöne, hier kann man das jetzt kopieren. Man geht hier rein, jetzt muss man natürlich Change Directory machen. So, wir gehen erstmal, ja, Change Directory und können jetzt per Copy and Paste das hier einfügen, Enter drücken und schon sind wir in den Verzeichnissen. So, jetzt können wir uns erstmal angucken, was wir hier alles so haben. Das können wir mit dem List-Befehl machen, ls-l, damit ich eine komplette Liste bekomme. Und dann sehen wir auch hier, welche Dateien hier in dem Verzeichnis drin sind. So, jetzt müssen wir diese VBox Linux Editions.run ausführen. Das ist ein Shell Script, was ausgeführt werden muss. So, das machen wir jetzt auch als Root-User. Das starten wir mit dem Befehl sh für Shell Script Ausführung. Und wichtig ist, dass man diese Skripte immer aus der nächsthöheren Dateiebene aufrufen muss. So, das heißt, die nächsthöhere Dateiebene als das, oder Verzeichnisebene, als wir jetzt drin sind, die erreichen wir durch Eingabe eines Punkt und eines Slashes. Ja, da gehen wir nämlich jetzt eine Ebene höher, dann sind wir virtuell in dem Verzeichnis Media Jürgen und rufen jetzt von da aus diese Datei auf. Auch das können wir uns jetzt hier kopieren. Das ist das Schöne bei Linux, das geht hier wunderbar. Fügen das hier ein und führen jetzt mit Enter dieses Shell-Skript aus. Das lassen wir jetzt erstmal durchlaufen. Ja, hier muss man noch was installieren, das ist aber nicht so schlimm. Das können wir dann nächste Woche nochmal nachinstallieren. Da muss ich mal gucken, was ihm hier jetzt noch fehlt. Ich glaube, ihm fehlt die DKPG-Datei. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall habt ihr den Schritt schon mal gesehen, wie man das SH ausführt. Und das Wichtigste, was man jetzt machen muss, ist eben ein Reboot, dass man das Ganze neu startet. Da ist die gesamte virtuelle Maschine. Wird jetzt komplett neu gestartet, damit diese Änderungen auch wirksam werden. Aber wie gesagt, man muss das dann wahrscheinlich nochmal machen mit einer Ergänzung. Da muss man aber mal genau durchlesen, was der da jetzt angemeckert hat. Das ist immer wieder was anderes. Das liegt daran, dass das Ubuntu eine relativ magere Version von Ubuntu ist. Da ist von Hause aus nicht alles an Systemkomponenten, an Systemmodulen installiert, die man für manche Fälle braucht.
wie bei Ubuntu, wo das alles installiert ist, aber dann auch eben ein richtig dickes Paket ist. Und das hier ist eben relativ kompakt. Und da muss man hin und wieder das ein oder andere Systemmodul nachladen. Und das ist wahrscheinlich jetzt hier genau der Punkt, der durchgeführt werden muss. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment für die weitere Arbeit nicht reich. Wir kriegen nur gleich immer so eine kurze Fehlermeldung. Die wird dann wahrscheinlich nächste Woche irgendwann verschwinden. Die tut aber uns nicht weh. So, jetzt logge ich mich hier erstmal wieder ein. Ja, das ist diese Fehlermeldung, die dadurch kommt. Die können wir weg. Jetzt klicken wir einmal hier drauf. Dann kommen wir in den Dateimanager. Und dann können wir jetzt hier mit diesem Pfeil nach oben diese CD wieder rausschmeißen. So, jetzt ist die weg, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt öffnen wir wieder unser Terminal. Schalten auch direkt wieder um auf Root mit sudo -i. Authentifizieren uns einmal. So, und jetzt sind wir wieder als Root-User drin. Jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Das kann man besser einmal zu viel als einmal zu wenig machen. Wenn man in Linux irgendetwas umkonfiguriert, nachinstalliert und so weiter, dann sollte man immer den Befehl apt-get-update durchführen. Das machen wir jetzt auch. apt-get-update. Damit werden alle Abhängigkeiten überprüft und gegebenenfalls werden neuere Module nachgeladen. Das heißt, es ist bei Linux und Unix so, dass viele Programme auf Module anderer Programme zugreifen. Und wenn ich jetzt bei einem Programm was Neues, ein neues Modul lade, dann kann es sein, dass die Abhängigkeit zu den anderen Programmen nicht mehr stimmig ist und die muss abgedatet werden. Und genau das macht der Befehl. Und wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass man zwar richtig installiert hat, aber nichts läuft. Weil bestimmte Abhängigkeiten dafür sorgen, dass irgendein Programm sich nach dem Start direkt wieder beendet, weil es nicht ausführen kann, weil eben die Abhängigkeiten nicht auf dem neuesten Stand sind. Also das müsst ihr euch merken, nach allen Änderungen, Nachladungen oder sonst was immer diesen Befehl ausführen. Das braucht ein paar Sekunden, aber das geht relativ schnell. So, jetzt ist er auch schon fertig. Und jetzt installieren wir uns ein kleines Hilfsprogramm nach, was man sehr gut brauchen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob der eine oder andere von euch so ein bisschen mit MS-DOS noch verwandt ist. Und das vielleicht mal gemacht hat, da gab es das Programm Norton Commander. Also ein hervorragendes Dateiverwaltungsprogramm auf der Konsolenebene. Und das gibt es eben auch als sogenannten Midnight Commander für Linux und Unix. Und den laden wir uns jetzt mal nach und dann seht ihr auch, wie man etwas nachlädt. Auch dazu verwenden wir wieder diesen Paket. Befehl apt-get, aber diesmal mit der Option install und dann geben wir eben das Programm ein, das wir installieren wollen, nämlich den Midnight Commander MC. Gut, das können wir bestätigen mit Ja. Und ihr seht, ihr lädt jetzt eine ganze Reihe von Abhängigkeiten ein, die mit dem eigentlichen Programm Midnight Commander nichts zu tun haben, die aber Midnight Commander benötigt, um bestimmte Funktionen auszuführen. So, damit sind wir fertig, was man jetzt machen sollte. Nochmal apt-get-update machen, um auch hier die Abhängigkeiten wieder zu überprüfen und gegebenenfalls auf den neuesten Stand zu bringen. Also die paar Sekunden Zeit, die sollte man sich nehmen. Das hilft einem unter Umständen sehr viel Ärger und Probleme zu vermeiden. So, jetzt haben wir
Folgendes, das ist jetzt soweit okay. Wir sehen hier oben dieses Symbol. Das ist das Symbol des sogenannten Netzwerkmanagers. Den hat man bei Linux irgendwann eingeführt, um eben die Grundkonfiguration des Netzwerkes relativ einfach für den Otto-Normal-User durchführen zu können. Das heißt, sich mit WLAN zu verbinden und so weiter und so fort. Der nimmt einem die ganze Arbeit ab und automatisiert die ganze Netzwerkverbindung. Das ist wunderbar, wenn man eben jetzt eine Linux-Version nur als reinen Desktop-Client verwendet. Wenn man aber, wie wir jetzt, eine etwas komplexere Struktur haben, dann stört dieser Network Manager insbesondere bei dem Server, den wir einrichten. Denn wenn wir jetzt Änderungen machen, dann macht er diese Änderungen automatisch wieder rückgängig. Und das funktioniert dann nicht. Also muss man diesen Netzwerkmanager entfernen und die Netzwerkschnittstellen manuell konfigurieren. Das ist aber kein großer Akt, das geht relativ simpel. Als erstes müssen wir den Netzwerkmanager jetzt mal entfernen. So, jetzt haben wir natürlich hier den ganzen Bildschirm voll irgendwelchen Text. Das können wir wegkriegen, indem wir einfach mal Clear eingeben hier unten. Und dann haben wir wieder einen freien Bildschirm. So, alles was wir jetzt machen, das kann man sich über entsprechende Wikis zu Ubuntu im Internet anschauen. Da stehen diese ganzen Anleitungen drin. Deshalb gehe ich da jetzt auch nicht ganz langsam durch, sondern ihr könnt natürlich, ihr sollt das ja auch mal selber machen. Ihr müsst euch halt auch selber mal im Internet schlau machen, wie man das eine oder andere durchführt. Ich zeige euch jetzt nur, dass es so weit geht, dass es dann nachher auch funktioniert. Und dass es dann bei euch funktioniert, ist eure eigene Verantwortung im Rahmen dieser Projektarbeit. Ihr sollt ja lernen, einmal mit dem Linux umzugehen, als Betriebssystem, aber damit eben auch einen Server aufsetzen mit entsprechenden Serverdiensten, die man eben standardmäßig so im Netzwerk benötigt. So, jetzt müssen wir erstmal diesen Network Manager entfernen. Wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann kommt man dazu, dass man einen bestimmten Befehl eingeben muss. Ihr findet das immer, dann steht bei den Befehlen vorne an sudo. Ja? So, das heißt, die Anleitung geht immer davon aus, ihr seid normaler User und wollt jetzt einen Befehl als Superuser ausführen. Da wir aber jetzt auf root umgeschaltet haben, kann man sich dieses sudo davor sparen und man gibt jetzt direkt den Befehl ein. Wir nutzen wieder unseren apt-get-Befehl. Diesmal wollen wir aber etwas rausschmeißen aus dem System. Das heißt, mit dem Befehl purge, nicht install, sondern purge, rausschmeißen, entfernen, und zwar den Network-Manager. Das ist aber nur das reine Hintergrundmodul. Der hat aber auch eine grafische Oberfläche, die basiert auf der GNOME-Oberfläche. Die müssen wir auch rausschmeißen. Das heißt, das machen wir mit Network Manager GNOME. Das heißt, man kann also mit dem apt-get-purge-Befehl mehrere Programme gleichzeitig rausschmeißen, indem man die hintereinander schreibt, jeweils mit einem Space getrennt. So, hoffe ich habe das alles richtig geschrieben. Network Manager GNOME und ab geht die Post. Ja, auch das bestätigen wir wieder. Muss man halt abwarten, bis der jetzt fertig ist. So, fertig ist er. Jetzt, wie üblich, kann man das mit der Pfeil rauf- oder runter-Taste, kann man die Befehle sich wiederholen. Das ist eine schöne Sache. Machen wir wieder ein apt-get-update.
So, den Netzwerkmanager, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Jetzt ist ja die weitere Voraussetzung die, wenn wir uns jetzt mal die Schnittstellen angucken, die Lubuntu eingerichtet hat. Das kann man zum Beispiel mit dem Befehl IP-Link machen. Ja, ich mache mal Clear. Dann sieht man es besser. So, jetzt sehen wir hier zwei Schnittstellen. Einmal die Schnittstelle L0, das ist der Loopback, ja, die 127.001, die wir ja schon beim OSI-Modell kennengelernt haben. Und die tatsächliche Ethernet-Schnittstelle, die bezeichnet jetzt Lubuntu und Ubuntu mit den sogenannten Treibernamen. Das hat man eingeführt, warum auch immer, ich kann es nicht sagen, das ist absoluter Blödsinn, weil normalerweise werden diese Ethernet-Schnittstellen so bezeichnet, wie ich sie hier oben in unserem Übersichtsschaltbild dargestellt habe, nämlich die erste Schnittstelle ist die Ethernet 0, die zweite die Ethernet 1, die dritte die Ethernet 2 und so weiter. Und deshalb müssen wir unser System, um diesen Standard wiederherzustellen, auf diese Schnittstellen, alte Schnittstellenbezeichnung oder Standardschnittstellenbezeichnung umstellen. Das ist wichtig und das geschieht über den Boot Manager, über die Konfiguration des Boot Managers. So, und Entschuldigung, bin ins Mikrofon gekommen. Wenn ich mir jetzt mal mal in das Root-Verzeichnis hinein, also auf den obersten Stamm, und mache mein ls-l. So, jetzt habe ich quasi aus dem Root-Verzeichnis heraus, ich mache das hier auch mal ein bisschen, na, da. So, hier sehen wir jetzt unsere Verzeichnisstruktur von Linux. Ja, und hier finden wir auch das Verzeichnis etc. etc ist das Standard-Konfigurationsverzeichnis von Linux. Also alle Konfigurationen werden im Verzeichnis etc mittels ASCII-Dateien oder Textdateien durchgeführt. Und für den Group gibt es eben auch ein Verzeichnis, wo die Konfigurationsdateien vom Group drin sind. Die finden wir, indem wir jetzt sagen, wir wechseln dort rein, cd etc, default, das sind die Grundeinstellungen der Standardprogramme, default group. Ja. Nee, Quatsch, Blödsinn. Das kommt nicht hier. Groove ist die Datei, also etc default. So, wenn ich jetzt ls-l mache, dann sehe ich halt hier, gibt die Konfigurationsdatei von Group. Und die müssen wir jetzt editieren. So, was da alles zu editieren ist, kann man oder müsst ihr euch dann mal über die Wikis im Internet erarbeiten. So. Editoren gibt es verschiedene. Man kann den App nehmen. Bei den App habe ich aber immer das Problem, dass mir nie die ganzen Befehlssequenzen, um das abzuspeichern und da rauszukommen, einfallen. Da habe ich normalerweise ein Handbildchen für. Wo ich eigentlich sehr gut mitarbeiten kann, ist der Pico. Ja, und jetzt rufe ich mit dem Befehl Pico den Editor auf. Und gebe jetzt an, welche Datei zu editieren, das nehme ich der Group. Und das Schöne ist, da unten steht jetzt hier, steht, welche Befehle ich eingeben muss, um da rein und rauszukommen. Also man kann hier sehr gut mitarbeiten. Der normale App, der ist da ein bisschen kompliziert. Sollte man natürlich auch mal mitgearbeitet haben, denn es gibt zum Beispiel gerade in Embedded Systems, wo man Linux einsetzt, da steht einem meistens nur der App zur Verfügung und dann muss man halt gucken, dass man damit klarkommt.
So, hier gibt es jetzt eine Zeile, die geändert werden muss, nämlich die hier, die Group Command Line Linux Zeile. Und da muss ich jetzt ein paar Einträge dann vornehmen, nämlich einmal den Eintrag net.interface.ifnames, Interface Names gleich 0, dann Leerschritt, zweiter Befehl ist BIOS, Dev Names, BIOS Device Names, gleich 0. So, das sind die beiden Sachen, die dort eingetragen werden müssen. Ich kontrolliere gerade nochmal net.ifnames gleich 0 und BIOS Device Names gleich 0. Denn besser zweimal kontrollieren, ob man richtig geschrieben hat, als wenn das System nachher beim Booten Probleme macht. So, jetzt muss ich Ctrl-O eingeben zum Abspeichern als Group, ja, und dann Ctrl-X, um hier wieder rauszukommen. So, jetzt muss man, das war jetzt nur die Konfigurationsdatei zu editieren. Jetzt muss quasi der Group neu übersetzt werden. Das macht man mit dem Befehl oder diese Konfiguration in den Group-Befehl integriert werden. Das macht man mit group minus makeconfig, mkconfig. Dann braucht man die Option klein o. Und jetzt gibt man den Pfad ein, wo die Group CFG, die tatsächliche Konfigurationsdatei, steht. Und die steht im Bootverzeichnis. Boot, Group, Group.cfg. Entschuldigung. Auch hier nochmal kontrollieren, ob man es richtig gemacht hat. Und ab dafür. So, das hat er erledigt. Damit das Ganze jetzt auch wirksam wird, muss man einen Reboot machen. Herr Winter, was ist für Sie ein normaler ASCII-Editor? Wir müssen einen Editor nehmen, der unter Linux existiert. Da gibt es verschiedenste Editoren, die können sich frei auswählen. Die sind zwar nicht alle installiert, die müssen Sie dann eventuell nachinstallieren, wenn Sie da eine besondere Vorliebe haben. Aber wie gesagt, der Pico, der ist standardmäßig installiert und mit dem kann man sehr gut arbeiten, das reicht. Sie können die nicht unter Windows editieren, das geht nicht. Also Sie müssen innerhalb von Linux arbeiten. Und das auch innerhalb der Konsole machen und nicht in einer grafischen Umgebung. Das geht in der Konsole 10-mal schneller als in der grafischen Umgebung. Da müssen Sie sich dran gewöhnen. Das ist ganz normale Admin-Tätigkeit, die man als Administrator in der Netzwerkadministration, in der Betriebssystemkonfiguration durchführt. Das Video werde ich heute Abend noch veröffentlichen. Das wird dann morgen irgendwann zur Verfügung stehen. So, ich logge mich jetzt hier mal wieder ein. Ja, der Fehler kommt immer, den muss man halt wegklicken. So, gehen wir wieder in unsere Konsole rein, die wir brauchen. Weil das Problem, was wir haben, Herr Winter, ist, wenn Sie jetzt hier auf der über die normale Menüzeile einen Editor aufrufen in der grafischen Umgebung, sind Sie nicht Root-User. Also müssen Sie den dann schon als Root-User aufrufen. Das werde ich euch ein andermal zeigen, wie man das Konto Root auch tatsächlich auf der Anmeldeebene auswählen kann.
Da muss man eben auch ein paar Konfigurationen durchführen. Dann kann man sich als Root anmelden und dann können Sie natürlich tatsächlich auch hingehen und können den Dateimanager nutzen, können mit dem Dateimanager da reingehen und können dann ganz normal über den Dateimanager editieren. Das geht. Aber das machen wir ein anderes Mal, wie das funktioniert, weil normalerweise sollte man das nicht machen. Man sollte nicht die Möglichkeit bieten, einen Root-User über den Anmeldebildschirm auswählen zu können, bei Linux und Unix, aus Sicherheitsgründen. Denn wenn Sie als Root-User drin sind und gehen dann ins Internet, dann sind Sie extrem angreifbar. Und dann kann man, derjenige, der dann angreift, hat vollen Zugriff auf das System. Und das ist ja genau das, was man eben bei Linux Unix mit dem strikten Trennen von Administrator Root und den normalen User-Accounts vermeiden will. So, jetzt schalten wir hier wieder um auf Root. Okay, so jetzt können wir mal überprüfen, ob die Umstellung funktioniert. Wir geben wieder unseren Befehl IP-Link ein, also IP mit der Option Link. Und jetzt sehen wir, jetzt ist das nämlich verschwunden. Jetzt haben wir hier tatsächlich die wirklich normale Linux-Bezeichnung der Ethernet-Schnittstelle. Und wir haben hier nur eine jetzt hier, das ist dann die ETH0. So. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt diese Schnittstelle, ich mache das hier mal ein bisschen rüber, und ich könnte ja jetzt zum Beispiel mal über das Internet den Firefox aufrufen, um zu sehen, ob wir ins Internet kommen. So, mal gucken, das dauert immer ein bisschen, bis der Firefox hier startet. Server not found, der will die Firefox-Seite aufmachen, das heißt, wir kommen nicht ins Internet. Warum kommen wir nicht ins Internet? Ganz klar, weil wir ja jetzt erst ETH0 konfigurieren müssen. Wir haben ja den Network Manager rausgeschmissen, das heißt, damit ist auch diese ETH0-Konfiguration, die Schnittstellenkonfiguration weg. Die müssen wir jetzt editieren und installieren. Ich mache jetzt nochmal Clear. So. Und jetzt müssen wir wieder eine Datei editieren, nämlich die Datei Interfaces. Die Datei Interfaces dient der Konfiguration der einzelnen Netzwerkschnittstellenkarten. Und die finden wir wieder im Verzeichnis etc, nämlich im Verzeichnis etc Network. Also gehen wir jetzt wieder in etc Network. Jetzt kann man hier ls-l machen. Und dann sehen wir hier, haben wir diese ASCII-Datei Interfaces. Aber wenn ihr mal wissen wollt, was da drin steht, ohne zu editieren, dann könnt ihr das mit Catalog, mit dem Cat-Befehl machen. Interfaces. Der hat auch noch diverse Optionen. Ja, aber da steht im Moment nicht viel drin, deshalb läuft das jetzt auch nicht durch hier. Sondern wir sehen, hier ist im Moment nur die Konfiguration ist der Loopback-Schnittstelle definiert und nämlich die 127.0.0.1. So, die nützt uns aber nicht, dann müssen wir noch ein bisschen mehr reinschreiben. So, jetzt nehmen wir wieder unseren Pico. Interfaces. So, jetzt gehen wir einfach hier runter. Jetzt müssen wir einmal ein Enter machen, um wirklich eine Leerzeile zu bekommen. Und jetzt müssen wir halt entsprechend konfigurieren. So. Auch das können wir dann wieder nachschlagen. Diese Konfiguration, die ich jetzt mache, die ist für die Clients okay. Aber beim Server müssen wir da noch ein bisschen mehr, wir müssen da ein bisschen mehr machen. So, jetzt machen wir hier die Auto-Konfiguration, Auto-Konfiguration.
ETH0, Enter, und dann iPhase ETH0 mit DHCP. So, das müssen wir auf DHCP stellen, damit die auch automatisch konfiguriert wird. Noch einmal bestätigen, einen Zeilensprung machen. Und damit haben wir jetzt für den Client diese eine Interface-Karte konfiguriert. Die kann auch so bleiben, denn wenn der Router mit dem DHCP-Dienst ausgestattet ist, dann wird sich dieser Client damit verbinden. Damit das dann funktioniert, muss noch ein bisschen in der Virtual Machine Umgebung konfiguriert werden. Das zeige ich euch dann nachher noch. Zunächst mal können wir das jetzt erstmal speichern mit Ctrl-O in der Datei Interfaces, Ctrl-X raus. So, auch hier müssen wir jetzt ein Reboot machen, wieder, um diese Schnittstelle dann auch tatsächlich im Betriebssystem zu aktivieren. Time, but we have time. Erreichen. Ich kann es später nochmal versuchen. Oh, das müssen wir, wie gesagt, dann immer wieder mal wegklicken. Gehen wir wieder in unser Terminal rein und überprüfen jetzt mal die Systemkonfiguration der Schnittstelle. Das können wir mit dem Unix oder Linux-Befehl ifconfig machen von der Option -a, um alle Schnittstellenkonfigurationen anzuzeigen. Und siehe da, wir haben jetzt unsere ETH0. Die hat jetzt auch von dem VirtualBox DHCP-Dienst eine Adresse bekommen, um jetzt über diese NAT-Funktion ins Internet zu gehen. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir den Firefox aufrufen, ins Internet kommen. Der Firefox ist immer ein bisschen lahm beim Starten, aber man kann ja auf dem Operator auch in einem anderen Browser nachinstallieren. Es geht ja nur zu demonstrieren. Jetzt haben wir die Google Pages erreicht. Das heißt, wir sind im Internet, das funktioniert und wir können ja hier einfach mal jetzt nicht eingeben, weil ich www.amazon.de. Ja, wir kommen auf Webseiten, das heißt, das Interface funktioniert jetzt einwandfrei. So, was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen sollten, ist ein Upgrade-Update. Dazu brauche ich aber wieder Root. Aber jetzt kann ich es auch als Einzelbefehl ausführen, indem ich einfach sage sudo upgrade. So, jetzt fragt er mich natürlich nach meinem Passwort wieder.
Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Okay. Jetzt wollte ich euch gerne noch mal was zeigen. Wir haben ja ein komplettes Handbuch der Linux-Befehle in Linux drin, auch auf der Command-Konsole. Das sind die sogenannten Man-Pages, die Manual-Pages. Ich habe ja gesagt, es ist sinnvoll, dass ihr euch mit diesem kleinen Heftchen Linux for Power Users mal ein bisschen einarbeitet, um überhaupt mal einen Zugang zu den wichtigsten Command-Line-Befehlen zu bekommen. Das ist einfach notwendig, ja, damit man weiß, welche Befehle gibt es, was kann ich damit tun. Es ist im Prinzip so eine Handvoll Befehle, die man immer wieder mal braucht, um damit umzugehen. Unter anderem gibt es auch einen Befehl, mit dem ich mir das Datei, das Filesystem angucken kann. Dieser Befehl heißt df. Und dieser df-Befehl, den kann ich jetzt mal so eingeben. So, dann gibt er mir, ich mache mal ein Clear vorher. So, dann gibt er mir jetzt an, wie groß meine einzelnen Partitionen sind, die das System angelegt hat. Und aber er gibt es jetzt eben in 1 Kilobyte Blöcken an. Ich hätte das natürlich gerne entweder in Byte oder in Kilo oder Gigabyte und so weiter. Dazu muss ich natürlich wissen, welche Option ich da einstellen muss. Und wenn ich das vorher nicht weiß, kann ich sagen, ich will mir die Hilfsseiten zu dem Befehl df aufrufen. Das kann ich mit man, wie man pages, Leerschritt df machen. Und jetzt kriege ich hier, also quasi, ist natürlich in Englisch, diese ganzen Hilfeseiten. Ja, und hier sehe ich jetzt, wenn ich klein h als Option eingebe, dann kriege ich das eben in Potenzen von 1024, also Kilo, Mega und so weiter. Und wenn ich das mit groß h mache, kriege ich das in Gigabyte angezeigt. So, wenn ich hier wieder raus will, dann gebe ich einfach Q für Quit ein. Ja. Und jetzt kann ich zum Beispiel df, mache ich mal minus klein h. Ja, jetzt kriege ich das eben in Megabyte, in Gigabyte angezeigt. So. Und wenn ich das jetzt tatsächlich nur in Gigabyte haben will, dann kann ich das mit groß h machen. So. Und dann kriege ich eben hier eben nicht diese kleinen Werte, sondern ich kriege das dann alles eben in einfachen Komma-Werten hier angezeigt. So, das ist natürlich dann Geschmackssache, wie es jeder haben möchte. Das kann jeder machen, wie er will. Aber das sind so ein paar wichtige Befehle, genauso wie ich zum Beispiel mal meine Prozesse auflisten muss. Ja? Da gibt es den Befehl ps minus groß a. Der listet mir jetzt alle Prozesse auf, die im System laufen, mit der sogenannten PID, der Prozess Identification Number. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Prozess zum Beispiel beenden will mit dem Kill-Befehl, dann brauche ich eben diese zugehörige Identification Number und dann kann ich auf der Konsole eingeben Kill 1857. Dann wird dieser Prozess beendet. Nun, das wollen wir jetzt an der Stelle natürlich nicht unbedingt machen. Was, glaube ich, gehen könnte, wäre die Bash zu beenden, machen wir aber jetzt an der Stelle nicht. So, das heißt, wir sind jetzt so weit, dass wir eine Maschine, eine Client-Maschine konfiguriert haben und könnten die jetzt für die zweite Maschine klonen. Das will ich euch auch noch zeigen, damit man den ganzen Kram nicht nochmal machen muss. So, ich kann natürlich jetzt hier aus der Konsole, achso, das ist auch noch interessant zu zeigen, wenn ich jetzt als Root-User drin bin und habe gerade etwas gemacht, also das heißt mit sudo zum Beispiel minus i, habe ich mich jetzt hier komplett als Root eingeloggt.
dann sollte man, wenn man mit den Root-Aufgaben fertig ist, aus diesem Root-Status wieder rausgehen. Wenn ich dann weiter als Jürgen in der Konsole, als normaler User in der Konsole arbeiten will, dann kann ich das machen, indem ich einfach sage Exit. So, jetzt bin ich als Root abgemeldet und bin wieder ganz normaler User Jürgen. Wenn ich jetzt nochmal Exit eingebe, dann verlasse ich die Konsole. Weil ich hätte oben aufs Fenster beenden klicken können, aber ich habe schneller Exit eingegeben, als mit der Maus manchmal bis da oben hingekurbt zu haben. Man gewöhnt sich daran, mit Befehlen zu arbeiten. Und wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, dann merkt man, es ist einfach viel schneller, wenn man das über die Befehlskonsole durchführt. So, damit haben wir jetzt erstmal diese Grundkonfiguration dieser Edo Linux 02 Maschine fertig und wir können jetzt rausgehen, die Maschine runterfahren. Auch das ist wichtig, das sollte man immer sauber machen. Wenn mal was hängen bleibt, dann kann man das eben auch hier über Datei machen, schließen. Dann kann man die virtuelle Maschine abrupt beenden. Aber ansonsten sollte man immer hier über Abmelden gehen und dann über Shutdown runter. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt die Edo Linux 2 mit der ETH0 auf DHCP konfiguriert. Das heißt aber noch nicht, dass die nachher in diesem Verbund hier läuft. Deshalb zeige ich euch jetzt mal, die virtuelle Konsole aufmachen. Wenn ihr den Server mit DHCP am Laufen habt. Vorher nicht. Aber wenn ihr den Server mit DHCP am Laufen habt, dann könnt ihr in die Konfiguration von Edo Linux 02 oder 1 reingehen. Geht unter Netzwerk. So. Und dann muss dieses NAT hier geändert werden. Dann müsst ihr nämlich auf internes Netzwerk gehen. Und der 02 hat dann hier, der Name ist dann MMM2. Das heißt, ihr müsst hier dann hingehen, MMM2, Multimedia Networks, zweites Netzwerk. Das müsst ihr machen, wenn der Server mit dem DHCP-Dienst von euch konfiguriert ist. Dann können wir erst die Verbindung hier machen von dem Edo Linux 02 in dem Subnetz 2 auf den dritten Port, Ethernet-Port vom Server. Das lasse ich jetzt allerdings nochmal weg. Ich lasse das jetzt noch auf NAT. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze klont. So, das ganze Ding funktioniert, dann kann ich den Edo Linux 01 löschen. Den hatte ich ja schon mal gemacht, den schmeiße ich jetzt raus. Und alle Dateien löschen, dann sind die auch alle weg. So, das ist Edo Linux 01 gehört der Vergangenheit an. So, wir haben ihn ja jetzt vorbereitet. Und was wir machen müssen, wir können jetzt einen Klon davon machen und müssen dann nur den Hostnamen ändern. So, das heißt, wir gehen mit der rechten Maustaste drauf und sagen Klonen. Jetzt geben wir dem einen neuen Namen hier, das ist natürlich wichtig, nämlich Edo Linux 01. Und wenn ihr mit 01 anfangt, dann klont er eben den 02er. Das ist ja egal, auf die Decke. Die Verzeichnisstruktur ist vorgegeben. So, Namen der Platten behalten. Moment. Neue MAC-Adressen für alle Netzwerkadapter generieren. Das ist wichtig. Die Zusatzoptionen, die können wir weglassen. Ja, das heißt, wichtig ist, dass neue MAC-Adressen für alle Netzwerkadapter generiert werden. Das ist ja ein neuer Computer. Warum? Die Netzwerkadapter brauchen eben weltweit eindeutige
MAC-Adressen, das heißt, die müssen erneuert werden. So, hier brauchen wir nichts weiter zu machen. Dann gehen wir hier auf Weiter. Und wichtig ist, dass ihr einen vollständigen Klon macht und keinen verknüpften Klon. Der ist nämlich dann abhängig von dem anderen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen komplett eigenständigen neuen Rechner haben. Also vollständigen Klon und dann klonen. Das braucht auch ein bisschen Zeit, aber geht schneller als das Ganze manuell zu konfigurieren. So, das gleiche könnt ihr dann danach nochmal machen und nennt den Klon Edo Linux Server. Ja, dann habt ihr den Server auch schon entsprechend vorbereitet. Dann müsst ihr nur beim Server natürlich die Netzwerkkartenänderungen durchführen. Das zeige ich euch dann gleich. Erst mache ich jetzt erstmal den Klon von Edo Linux 01 und zeige euch dann, wo dort der Rechnername im Betriebssystem geändert werden muss. Ja, da braucht er noch ein paar Minuten. Seid ihr denn soweit jetzt mitgekommen? Vielleicht mal ein kurzes Feedback. Sie sind nicht mitgekommen. Okay. Gut, aber dafür gibt es hier das Video. Und dann können Sie sich das in aller Ruhe nochmal angucken und nacharbeiten. Das ist auch der Sinn und Zweck da. Ich will euch nur zeigen, dass das Ganze natürlich auch funktioniert. Und ihr werdet da sicherlich auch ein bisschen länger brauchen als ich dafür. Deshalb werden wir auch, wenn ich das jetzt gleich gezeigt habe, für heute Schluss machen. Dann können wir euch da noch mit beschäftigen. Ich mache dann relativ schnell das Video im Anschluss fertig. Das geht dann irgendwann heute noch hoch und ich schicke dann per E-Mail den Link dazu an alle raus. Naja, 2 Minuten brauchen wir noch. Aber wie gesagt, ihr müsst euch in der Gruppe oder wie gesagt auch wenn, dann alleine an die Sache ransetzen. Und wie gesagt, die Aufgabenstellungen, die können alle über Wikis gelöst werden. Es gibt zu allen Aufgabenstellungen die entsprechenden Anleitungen im Ubuntu Wiki-Bereich, was zu machen ist, um das ans Laufen zu bringen. Dass das nicht immer direkt geht, ist vollkommen klar, das passiert mir auch, das klappt auch nicht immer alles auf Anhieb. Da braucht sich nur einmal zu verticken, ein Space, ein Komma oder eine Klammer zu viel oder zu wenig, schon passiert. So, jetzt haben wir hier diesen Edo Linux 01. Von der Konfiguration her brauchen wir da gar nichts weiter zu machen. Hier im Moment noch nicht. So, aber wir können den jetzt einfach mal starten. Machen wir das hier mal weg, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Der Vorteil bei dem Klonen ist der, dass eben diese ganzen Einrichtungen, die man jetzt in der ersten virtuellen Maschine gemacht hat, direkt auf die zweite übertragen werden und man nicht nochmal den Netzwerkmanager entfernen muss und das alles machen muss. Man hat dann eigentlich alles schon soweit übernommen. Das Einzige, wie gesagt, ist, man muss jetzt manuell den Netzwerknamen ändern, denn der steht jetzt hier noch in meiner 01er Maschine auf Edo Linux 02 und das muss ja geändert werden. Gut, den Fehler, den ich da eben beim mit dem GAPS-Erweiterung da reingebastelt habe, der wird jetzt hier auch noch sein, aber die GAPS-Erweiterung kann man nachher in jeder Maschine nochmal installieren. Das muss ich mir, wie gesagt, nochmal bis nächste Woche angucken und dann zeige ich euch, wie man es richtig machen muss. Das ist
jedes Mal bei jedem Lubuntu ist irgendetwas anders. Ja, das ist, ich verstehe das nicht, warum man das immer macht, aber dennoch, das Lubuntu ist eben ein schlankes Betriebssystem und ideal für diese virtuellen Umgebungen. Nun, diese Gasterweiterungen, auch das können Sie sich durchlesen. Gehen Sie auf die VirtualBox-Seite und dann können Sie schlau machen, wozu die Gasterweiterungen da sind. Das sind zusätzliche Treiber, Bildschirmtreiber, Treiber für Audiokarten, für Treiber für die Nutzung von USB-Sticks und so weiter, die man braucht, um eben diesen virtuellen Computer dann auch parallel mit dem Windows nutzen zu können. Damit also zum Beispiel ein USB-Stick, den Sie jetzt an den physikalischen Rechner unter Windows anschließen, dass der automatisch in dem Moment, wo Sie mit der Maus innerhalb der virtuellen Maschine sind, umgeschaltet wird auf einen Port innerhalb der virtuellen Maschine. Sodass Sie, je nachdem, wo Sie mit der Maus sind, können Sie eben dann diesen Memory Stick oder eine Memory Card in dem jeweiligen Betriebssystem nutzen. So, ich gehe hier gerade nochmal rein. Ja, Fehlerchen ist natürlich mitgeklont. Aber das juckt einen nicht. So, jetzt, hier oben steht zwar EDU-Linux 01, das ist aber der Virtual Machine Name und nicht der Name des Computers. So, das heißt, wir müssen jetzt unser Terminal wieder öffnen. Müssen jetzt auch wieder root werden. Die ganzen Konfigurationen muss man eben als root machen. So, wiederum müssen wir in das Verzeichnis etc gehen und in etc gibt es eine Datei, die nennt sich Hostname. So, das heißt, die kann ich auch direkt jetzt aufrufen, indem ich sage pico/etc/hostname. Ja, und da seht ihr, da steht jetzt noch EDU-Linux 02 drin. Das müssen wir auf EDU-Linux 01 machen. Das war's. Ctrl-O. Speichern. Ctrl-X. Ready. So, da die Maschine auf dem neuesten Stand war, das hatten wir ja noch zum Schluss bei der ersten Maschine gemacht, braucht man kein Update zu machen. Das heißt, wir sind jetzt mit den beiden Clients soweit klar. Denn da muss ja gar nicht viel gemacht werden. Die müssen ja nur nachher auf die Serverdienste zugreifen, um zu testen, ob das funktioniert. Das heißt, die beiden Clients, die sind jetzt in Ordnung. Genauso können wir jetzt hingehen. Ich gehe jetzt hier mal mit der Exit raus. Und nochmal Exit. So. Und beende jetzt diese Maschine hier. Und gehe nochmal in meine Verwaltung von VirtualBox rein. So, im Prinzip könntet ihr jetzt genauso nochmal einen Klon machen für EDU-Linux Server. Dann diesen Klon als erstes starten. Ohne weitere Änderungen in der Konfiguration hier zu machen. Und dann den Hostnamen editieren auf EDU-Linux Server. Und dann geht er aus der Maschine raus. Und dann seid ihr wieder hier in dem VirtualBox Manager. Und dann habt ihr schon mal eure drei Maschinen. So, beim Server ist es allerdings so, der muss ja drei Schnittstellen bekommen. So, das heißt, wir legen einmal diesen Server, den haben wir ja dann geklont.
Und dann gehen wir unter Netzwerk. Dann hat der zunächst mal ja nur dieses NAT, ja, auf Adapter 1. Das ist auch korrekt, das bleibt auch so. Denn über den Adapter 1, den ETH 0, gehen wir über VirtualBox und Windows und die Hardware ins Internet, ins physikalische Netz. Das bleibt so. Aber wir brauchen noch den ETH 1 und den ETH 2 für unsere beiden Subnetze. So, das heißt, wir müssen also einen Adapter 2 noch installieren. Das habe ich jetzt schon mal vorgearbeitet. Und da wählen wir jetzt internes Netzwerk. Der Adapter 2 ist dann ETH 1, also hier die linke Seite. Und das soll das MMN 1 Netz sein. So. Auch MMN 1 haben wir. Dann können wir hier mit OK rausgehen. Dann müssen wir nochmal reingehen. Und müssen noch einen dritten Adapter nehmen. Auch wieder internes Netzwerk, das ist dann der ETH 2. Und hier muss dann der Name MMN 2 sein. So, ich habe jetzt diesen Linux-Server eben nur schnell aufgesetzt. Ich habe da noch nicht den Netzwerkmanager rausgeschmissen. Deshalb gehe ich jetzt nochmal ganz banal in Edu Linux 1 rein. Ihr habt ja dann bei dem Clone den Netzwerkmanager raus. Ich habe den eben parallel installieren lassen, als ich den anderen konfiguriert habe. Das muss ich gleich dann noch zu Ende konfigurieren. Ich zeige euch jetzt nur, was ihr dann in dem Server machen müsst, damit letztendlich die ganzen Schnittstellen funktionieren. So, wir tun jetzt nun mal Edu Linux 01, wäre jetzt der geklonte Edu Linux SVR. So. Wenn ich euch das jetzt gezeigt habe, dann müsste das bis dahin mal, müsste alle drei Maschinen hinbekommen. Und dann ist euer eigenes Gehirnschmalz gefragt. Dann müsst ihr die nächsten Aufgaben erstmal eigenständig lösen, ohne mein Zutun. Das heißt, ihr müsst den Server zum Routen bringen. Das ist die erste wichtige Aufgabe. Und dann die zweite wichtige Aufgabe ist, den DHCP-Dienst zu installieren, damit die Clients, wenn sie dann gestartet werden, auch entsprechend funktionieren. So. Wenn ihr jetzt den Server-Klon gestartet habt, wo wir jetzt mal nur so tun, als wäre der das, dann geht ihr, dann steht hier oben Edu Linux Server, und dann habt ihr dem ja drei Netzwerkschnittstellen verpasst. So, und wenn ihr jetzt hier mit IP-Config arbeitet, minus A, IP-Config ist Windows. So, dann würde jetzt hier ETH 0 erscheinen, ETH 1 und ETH 3. So. Haben wir jetzt nicht, weil das eben nicht der Server ist. Den muss ich ja noch dem Netzwerkmanager und alles rausmachen. So, was ihr dann machen müsst, das ist nur eine Kontrolle, um zu sehen, ob die drei Netzwerkkarten im Betriebssystem mit ETH 0, ETH 1 und ETH 2 integriert sind. Und jetzt müsst ihr wieder die Datei Interfaces editieren.
Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir rufen wieder den Pico auf und dann gehen wir in ETC Network Interface. So. Und die Konfiguration von ETH0, die bleibt so. Denn der wird dann auch weiterhin von VirtualBox gesteuert. Aber jetzt geht es darum, ETH1 hier und ETH2 für die Subnetze zu definieren. Und da habe ich ja schon die entsprechenden Netzadressen vorgegeben. Ja, das ist einmal das Netz 192.168.10.0 und zum anderen das Netz 192.168.20.0. So, ich mache das jetzt einfach nur mal für die ETH1 für das 10er Netz. So, dann müssen wir hier jetzt die ETH1 konfigurieren. Aufruf ETH1. Dann iPhase ETH1. Inet. Und jetzt nicht DHCP, sondern die beiden, ETH1 und ETH2 beim Server, müssen jetzt manuell konfiguriert werden. Und das heißt Statik. So, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir die statische Konfiguration machen. Jetzt müssen wir natürlich dem eine IP-Adresse zuweisen. Zum Beispiel Address. Bitte denkt dran, im Englischen wird Adresse mit 2D und 2S geschrieben. Ich sage es euch jetzt, damit ihr euch nicht verschreibt und 14 Tage sucht, warum das nicht funktioniert. Haben wir alles schon gehabt. Address, Leerschritt, und jetzt gebe ich ihm die IP-Adresse an. Ja, wir müssen die Adresse in dem Subnetz 1 eingeben. So. Jetzt ist das ja das Gateway 1, das heißt die Schnittstelle, mit der der Server an dem Subnetz hängt. Und da hat man international festgelegt, dass Gateways immer die niedrigsten Adressen bekommen in diesem Subnetz. Was wäre denn jetzt die niedrigste Adresse in dem ersten Subnetz, die ich jetzt als Gateway-Adresse für ETH1 hier bei dem Server eingeben müsste? Ja, wir haben ja die Netz-ID, ja, das haben wir ja schon gemacht. Die Netz-ID, nee, die 02 nicht. Die Netz-ID, die haben wir ja hier oben. Das heißt, die Host-Adresse ist das vierte Oktett. Wenn das vierte Oktett 0 ist, dann ist es die Netz-Adresse. Was wäre dann die nächsthöhere Adresse? Herr Jürges, was kommt nach 0? Genau, nicht eventuell, sondern exakt die 1. So, das heißt, wir müssen jetzt hier die 192, 168, 10.1 definieren. So, jetzt muss man hier noch ein paar andere wichtige Konfigurationen machen. Zum Beispiel die Subnet Mask, Net Mask. So, das wäre die Standardklasse C. Netzwerkmaske 255, 255, 255, 0. Dann müssen wir noch die Broadcast-Adresse eingeben. Das ist die 192, 168, 10. Und Broadcast ist ja alle Hostbits auf 1. Heißt dezimal 255. Und
Wir geben jetzt noch die Gateway-Adresse ein. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber dann hat man die komplette Konfiguration. Das ist jetzt doppelt gemoppelt, 192.168.10.1. So, genau das gleiche müsste dann darunter nochmal für ETH2 machen und dann wird aus der 10 eine 20. Und alle anderen Werte sind identisch. Ja? Dann haben wir das Gateway 192.168.20.1 und die Interface-Adresse ist dann die 192.168.20.1. So, dann habt ihr jetzt die Schnittstellen konfiguriert, dann müsste auch beim Hochfahren kein Problem sein. Ihr rebootet dann das System. Und ich gehe jetzt einfach hier nur mal mit Beenden raus, ohne zu speichern. Nein. So. Und wenn ihr dann den Server erneut hochfahrt, dann könnt ihr wieder ganz normal mit ifconfig gucken. Und dann müsste ETH0, der wird eine 10.0er Adresse bekommen, über DHCP von VirtualBox. Und ETH1 und ETH2 müsste dann exakt so konfiguriert sein mit den IP-Adressen, die ihr in der Datei Interfaces eingetragen habt. So. Wenn das dann soweit ist, dann kann man davon ausgehen, dass das funktioniert. Ihr könnt noch keinen Ping machen, weil ihr das noch nicht verbunden habt mit einem Client. Denn der Ping würde nur auf die Loopback-Adresse gehen und das würde uns an der Stelle nichts bringen. So. Heißt, wenn das erledigt ist, dann habt ihr quasi alle drei Betriebssysteme vorbereitet und ihr müsst jetzt. Ihr könnt dann in diesem Server drin bleiben. Die Clients, die brauchen wir noch nicht. Wir können in dem Server drin bleiben. Und jetzt müsst ihr dem erstmal das Routing beibringen. So, das heißt, nach dieser Konfiguration müsst ihr den Server als Router mit drei Gateways einrichten. Das heißt, ihr müsst als erstes das sogenannte IP-Forwarding einschalten. Und anschließend mit dem Programm IP Tables, was man sicherlich noch nachladen muss unter Umständen, einige Konfigurationen machen. Ihr müsst über IP Tables das Forwarding nochmal aktivieren und die sogenannte NAT-Funktion, damit die Clients über den Server auch ins Internet kommen. So, das sind aber Dinge, da müsst ihr euch jetzt dann mal im Eigenstudium schlau machen, wie richtet man einen Router mit Ubuntu ein. Ja, guckt immer unter Ubuntu. Lubuntu ist ja nur die abgespeckte Version. Ja, die Ubuntu-Wikis zeigen euch genau, wie man das macht. Und dann müsst ihr als zweites den ISC-DHCP-Serverdienst installieren und konfigurieren. Und wenn dann nach dem Neustart der Server einwandfrei ohne Fehler läuft, außer diesem blöden Fehler, den ich da mache, ihr könnt aber auf die Gasterweiterung erstmal auch verzichten. Das können wir dann nächste Woche nochmal, dann habt ihr diesen Fehler nicht. Wenn es da keine Fehlermeldung gibt in Bezug auf den DHCP-Server, ja, dann könnt ihr parallel einen Client starten. Und dieser Client, den müsst ihr natürlich jetzt, wie gesagt, dann auch noch umändern. Die Clients müssen dann, wenn sie mit dem Server arbeiten wollen, dann müsst ihr den Client eben entsprechend hier, ob es jetzt der MNN1 oder MNN2 ist, über das Netzwerk, müsst ihr jetzt die NAT-Funktion ausschalten
müssen den auf internes Netzwerk setzen und dann entweder hier bei dem 01er Element 1 oder bei dem 02er, den ich jetzt habe, MMM2 eintragen, damit der hier in diesem internen Subnetzverbund mit dem ETH1 verbinden kann. Und dann über den DHCP-Dienst beim Hochfahren IP-mäßig richtig konfiguriert wird. So. Ja, das wäre jetzt vor dem Starten der Clients, müsste die auf dieses interne Netz mit der entsprechenden Bezeichnung umschalten, dann hochfahren. Wichtig ist, der Server muss immer als erstes hochgefahren werden. Weil sonst können die Clients keine Verbindung auf dem WLAN nicht konfigurieren, dann gibt es Müll. So, der Server muss immer erst laufen. Und zwar wichtig ist, dass der DHCP-Dienst läuft, dann Clients hochfahren und dann können dann in der Konsole, wenn es keine Fehlermeldungen gibt, mit ifconfig testen, ob die Schnittstellen ETH0 bei den Clients mit den richtigen IP-Adressen, die ihr auf dem DHCP-Dienst konfiguriert habt, mit den ganzen Parametern, ob die auch funktionieren. So. Ich denke mal, das solltet ihr bis nächste Woche hinbekommen, ja, dass der Server routet. Das Routen könnt ihr testen, wenn der Router dann funktioniert. Danach den DHCP-Dienst einrichten, die Clients hochfahren. Wenn die Clients sich IP-mäßig richtig verbunden haben, dann könnt ihr auf dem Client den Firefox aufrufen und dann müsste der über den Router. Das heißt nicht jetzt wie jetzt eben direkt, sondern er geht dann über den Router ins Internet. So, wenn von jedem Client aus ihr mit dem Firefox ins Internet kommt und das funktioniert, dann funktioniert auch der Router. Ihr könnt dann auch nochmal auf der Konsole einen Ping auf die IP-Adresse des anderen Clients und umgekehrt machen. Dann wisst ihr auch, dass der Router intern ebenso routet. So, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich beende jetzt mal das Meeting.